Ja, liebe Zuschauer, wir befinden uns heute in Udon Thani. Wir wollten euch die Stadt mal ein bisschen vorstellen und dann fangen wir gleich mal an mit der Parkanlage. Hier, die ist wunderbar gestaltet, ringsrum mit viel Wasser und ja, einer kleinen Inselwelt, kann man schon sagen. Hallo liebe Zuschauer, wir befinden uns hier mitten in Udon Thani in einer wunderbaren Parkanlage. Wir wollten euch so mal Udon Thani vorstellen, auch von oben. Wir werden auch noch ins Shopping Center Central gehen, weil die Vinat, die muss ihren Pass verlängern. Das ist das große Problem, was wir festgestellt haben. Wir wollten ja nach Laos und haben jetzt dieser Tage festgestellt, ihr Pass ist schon vor einem Jahr abgelaufen. Udon Thani ist nach europäischen Standard noch sehr jung, 130 Jahre alt, hat im gesamten Gebiet von Udon Thani 2 Millionen Einwohner und hat eine Fläche von 11.900 Kilometer. Ringsrum ist der Reisbau natürlich ganz groß angesagt. Von Großindustrie haben wir hier also nichts gesehen. Hier unten seht ihr die Parkanlage, wo wir uns gerade aufhalten. Wunderschön gehalten auch, gepflegt, muss ich sagen. Da gehe ich aber gleich nochmal im Einzelnen drauf ein. Wir haben hier auch vier oder fünf große Shopping-Center, da gehört natürlich das Central dazu, Groß Big C, da waren wir schon drin gewesen. Das große Gebäude da hinten, das ist das Center, wo wir gleich hingehen müssen, um die Passverlängerung zu beantragen. Hier unten sehen wir die Parkanlage und im Hintergrund hört ihr das Geräusch eines Kantenschneiders. Der schneidet gerade das Gras hier, wo wir jetzt gerade anfangen hier zu filmen. Ja, hier unten befinden wir uns irgendwo. Die Wienand wollte mir das mal zeigen, ist also wirklich sehr schön angelegt. Und das mitten in der Stadt. Ja, wenn ich es da sehe, ist da eine wunderbare Brücke. Fliegen wir mal hin. Also für den einheimischen Tourismus, muss ich sagen, tut man hier sehr viel bezüglich Parkanlagen. Die Gepflegtheit, muss ich sagen, von dem Ganzen. Udon Thani ist sehr groß, 11,7 Quadratkilometer groß. Das ist die Stadt und auch ja, der Regierungsbezirk, glaube ich, kann man dazu sagen. Hier wird überwiegend ja, Farmbau, Reisbau praktiziert. Hier in der Stadt natürlich hat man andere Berufsgruppen, aber ringsrum ist Farmgelände. Ja, die Menschen, die entspannen sich hier. Heute haben wir Freitag, ja? Friday is today, ja? Da ist natürlich, müssen die Leute noch arbeiten. Aber ansonsten ist das, glaube ich, ein beliebter Ort, um hier zu relaxen. Wir haben einige gesehen, die unter den Bäumen liegen, im
Schatten. Man hat hier auch Gefäße gefunden, wenn ich die Wienart richtig verstanden habe. Die sind 5000 Jahre alt. Ja, hier in dem Bereich bekomme ich eigenartigerweise einen Haufen Störsignale. Und daher, wenn wir jetzt hier mit der Drohne aufhören und mal ein bisschen rumspazieren gehen, wie ich schon sagte, wir müssen anschließend noch zum Zentrum. Und dann schauen wir mal weiter. Ne? You want to say something? Now we are in Nong Pachak Park. In Udon Thani is the big park. It's the name from Phon Tam Luak Tri Prachak Silapakom. It's the big park. Yeah, ihr habt es aus der Luft gesehen. Wirklich wunderbar angelegt mit Palmen ringsrum. Mit Brücken, wie in San Francisco, die Golden Gate Bridge. In the night time, the color of the bridge, with the color, with the light, changing too many color, look very nice. Also sie sagt gerade da von der Brücke, die wir da hinten sehen, ich schwenke mal rüber. And normally people here work in Udon Thani, they love to come here exercise, running, biking, you can also renting the bike. It's very good here in the evening to spend time healthy. Ja, da ist die Brücke, wo sie gerade von gesprochen hat. Und vielleicht sieht man das auch, da sind einige Fische, die da Wellen schlagen. Da war ich mal ganz mutig und bin mal unter die Brücke geflogen. Ist also beeindruckend. Also sowas machen ja die Thais gerne in solchen zentralen Gebieten. Das überragende Kunstwerk, das ist ja schon ein Kunstwerk, dieses Ding hier anlegen. Für die Bevölkerung, aber auch, glaube ich, auch für die Regierung, die sich damit ein Statement geben will, was sie nicht alles gemacht haben. Und da kommt ja auch wieder die Blumenphase, die ich gerade schon mal angesprochen habe. Also wenn ihr mal hier seid und ihr wollt ein bisschen entspannen, dann kommt hier zu der Parkanlage. Wir zwei gehen jetzt zum Zentrum. Tschüss, bis gleich. Tschüss. Und jetzt befinden wir uns im Zentrum unten im Food Court, weil ich nämlich Hunger habe. Ich zeige euch mal, das ist auch hier riesengroß. Aber die Vinat, die muss erstmal das Geld einlösen, weil hier alles mit Karte bezahlt wird. Okay. Was uns heute aufgefallen ist, wir wollten ja eigentlich nach unserer Festlichkeiten nach Laos zum Frank und May. Um die zu besuchen, hatten auch schon mit denen Kontakt aufgenommen, war alles soweit klar. Und dann guckt mein Scherzi in ihrem Reisepass und sehe da, er ist abgelaufen. Im November 2022. Und jetzt braucht sie einen neuen und das dauert mindestens anderthalb Wochen. Wir können also froh sein, wenn wir den noch vor unserer Abreise bekommen nach Ho Chang. Also können wir dieses Jahr die beiden da oben nicht besuchen. Das haben wir jetzt auch nächstes Jahr verschoben, wenn wir hier sind. Und dann wollen wir dann auch was länger da bleiben, weil kostet ja schon einiges. Ich muss also schon alleine für das Visum 2000 Baht bezahlen. Und ich muss ein paar tausend Baht noch bezahlen, damit ich meinen Stempel reinbekomme, damit ich also auch wieder nach Thailand rein darf. So, jetzt hat die Wiener gesagt, dann planen wir mal ein bisschen um. Die Umgebung, die hier ist, ist auch sehr schön. Und ja, die wollen wir euch zeigen. Und jetzt warte ich gerade auf mein Steak. Sieht das nicht lecker aus? Das ist mein Abnehmprogramm. Das Ganze kostet 80 Baht und reicht jetzt hier eigentlich, um hier die Stunden zu verbringen, mit der Wiener durch das Shoppingcenter zu gehen. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal zum Einwohnermeldeamt.
wie man sehen kann, nur zuzugucken macht auch hungrig. Die Wienand hat sich jetzt auch was geholt. Für 50 Baht hat sie das jetzt genommen. Was mich wundert, dass hier so viele, relativ viele Farangs sind. Also ich sehe hier in meinem Umkreis schon 5 Farangs. Jetzt muss er hinten noch ein Dokument ausfüllen. Ich muss sagen, das ist ein modernes Einwohnermeldeamt. So kann man es ja bezeichnen. Die Dienstleistung, die hier eben halt ist, ist Passbeantragung und Verlängerung. Das sieht so aus wie bei einer Bank hier. Das sind auch immer Stühle und über Nummern wird man aufgerufen. Und jetzt muss sie wieder an den Schalter. Jetzt ist er auf der anderen Seite, da sind so kleine Kabinen, kann man sagen. Da darf ich aber nicht rein, da ist Fotografierverbot. Mein Schatz ist gerade zurückgekommen. Am 28. oder 29. bekommt sie ihren Pass zurück mit einem Verlängerungsstempel. So, damit ist also dieses Thema Laos für uns dieses Jahr erstmal gestorben. Aber wenn Frank noch mit Mai nächstes Jahr in Laos ist und wir kommen 2 Monate, dann fahren wir ganz bestimmt dahin. Okay? Okay. So, und jetzt gehen wir shoppen. Mein Schatz ist hier drin verschwunden, weil hier 50% Rabatt es gibt. Ah, da hinten steht sie schon an der Kasse. Sie hat was gekauft. You are happy? You happy? Sie möchte mehr Zeit haben. A lot of things to think. Aber ich muss noch zum Baumarkt. Ich muss noch ein paar Dinge besorgen. Die sind auch wichtig. Oh, I need a new wallet. Come on, darling. Wir müssen zum Baumarkt. Jetzt hat sie den Laden gesehen. 60% Taschenrabatt. Nein, Preisrabatt. So, jetzt verlassen wir Central und jetzt fahren wir zum Baumarkt, Big C. Und da draußen steht der Weihnachtsbaum. Ja, schade, dass wir jetzt nicht nachts hier sind. Der würde bestimmt auch sehr schön beleuchtet sein, da unten. Und die Kleine nehmen wir gleich mit. Die Kleine. Was ich noch besorgen muss, wir haben überall Fliegengitter am Haus, aber man kann die auch von außen öffnen. Und da will ich von Ihnen innen eine Verriegelung mir kaufen, dass man die nicht so einfach aufziehen kann von außen. Das Ding ist so riesig, ich würde mich hier schon wieder verlaufen. Habe ich das schon erwähnt, dass hier Parken überall kostenlos ist, egal draußen auf der Straße, im Shoppingcenter, überall kostenlos. Jetzt geht es wieder nach Hause. Man sollte jetzt nicht glauben, dass die Wienand in Udon Thani direkt wohnt. Die wohnt also gut eine Stunde entfernt.
Und hier haben wir schon den ersten Stau. Sie wohnt im Ort Bangpö. Dieser Ort hat 500 Einwohner. Da werden wir noch mal ein gesondertes Bild oder Video drüber machen. Wir hatten nämlich jetzt festgestellt, hat er jetzt Luftaufnahmen gemacht mit der Drohne und schon kamen sie drei gucken, wie das denn von oben aussieht. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir mal einen separaten Film für die in Bangpö wohnen. Und die Wienand wird das denn moderieren, was wo ist. Mein Schatzi und ich, wir möchten uns von euch verabschieden. Bis zum nächsten Film. Tschüss. Thank you. Tschüss. Bye.